Der SV Meppen hat dem VfB Oldenburg am Freitagabend im Traditionsderby die mögliche Meisterfeier verdorben. Die Emsländer spielten vor der bemerkenswerten Kulisse von 9.500 Fans im Emslandstadion gegen den Spitzenreiter der Fußball-Oberliga. Bereits in der zweiten Minute sprang ausgerechnet dem Ex-VfBer in Reihen des SV Meppen, Bernd Grotlüschen, der Ball nach einem Freistoß von Alex Bahl im Strafraum an den Oberarm. Schiedsrichter Jan-Eike Ehlers zögerte keine Sekunde und zeigte zum Entsetzen der Meppener auf den Elfmeterpunkt. Sebastian Gajemi-Nobat sorgte souverän für die 1:0-Führung der Gäste. Die knapp 1.800 mitgereisten VfB-Anhänger feierten ihn frenetisch. Doch die Platzherren brauchten nicht lange, um sich von diesem Schock zu erholen. Der SV Meppen-Stürmer René Wessels zog in der 34. Minute aus 16 Metern unhaltbar für Christian Meyer in den Winkel ab. Damit stand es 1:1. Nur 2 Minuten später gerätschte VfB-Außenverteidiger Alexander Burkhardt in letzter Sekunde in einen Schuss von Andreas Gerdes. Mit dem Pausenpfiff gingen die Gastgeber dank Wessels mit 2:1 in Führung. Ein Treffer, den sich Christian Tölking auf die Fahne schreiben muss. Statt den Ball an der Grundlinie wegzudreschen, ließ er sich zu einem Trikotzupfer hinreißen. Nach einem Freistoß konnte Andreas Meyer zunächst noch auf der Torlinie klären. Den Abpraller wuchtete Wessels aber ins VfB-Tor. Nach der Halbzeitpause hätte Tölking seinen Fehler fast wieder gut gemacht. Doch seinen Fernschuss lenkte der SV Meppen-Torwart noch zur Ecke. Meppens Johann Gerhard Wigger nutzte seine Chance und verwandelte aus 35 Metern in der 59. Minute mit Hilfe der Unterkante der Torlatte zum 3:1. Doch der zuvor kurz eingewechselte Matthias Däumeland brachte den VfB mit seiner ersten Ballberührung im Grätschen wieder auf ein 3:2 heran. Der VfB drängte in der spannenden Schlussphase auf den Ausgleich und wurde belohnt. Leo Bahl traf in der 83. Minute zum 3:3. Damit trennen sich der SV Meppen und der VfB Oldenburg mit einem Unentschieden. Mannschaftsleistung war ganz okay, sind ziemlich gut wieder zurückgekommen nach dem 3:1, haben gleich das 3:2 gemacht, das 3:3 noch zum Schluss, hätten sogar noch gewinnen können, aber so 3:3 ist gerecht, finde ich. Ich denke mal, die Zuschauer, die heute hier waren, die haben das vielleicht durch die Verletzungen, durch Marcel Salomo, der wahrscheinlich einen Kreuzbandriss hat, das ist natürlich, das überschattet das Ganze ein bisschen, aber ansonsten war es ein geiles Spiel. Ja, es waren 6 Tore, es waren, glaube ich, 9 gelbe Karten, also es war alles, was zu so einem Spiel gehört. Die Fans, denke ich mal, auf beiden Lagern können zufrieden sein. Wir haben jetzt die schöne Möglichkeit, am Sonntag zu Hause Meister zu werden. Das wollen wir vielleicht auch nutzen und dementsprechend werden wir da jetzt die Woche lang drüber arbeiten, dass wir jetzt vernünftig dann oder nächste Woche dann vernünftig dann gegen Osnabrück zu Hause Meister werden.